Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrte Zuseherschaft. Ich habe gerade ein bisschen vorgeschlafen, bin wahnsinnig hungrig und werde deshalb jetzt zu jemandem gehen, der hoffentlich was zu essen zu Hause hat. Es ist Zeit für Zuschauerclips. Es ist so spät, dass meine Uhr die Zeit nicht mehr anzeigen kann. Und wir sind heute bei Jan. Ach, guck mal da. Da haben wir ihn schon. Kratoschwil. Hätten auch einen Clips heute bei mir drehen können eigentlich. Privat. Ich bin gerade alleine. Jan, das ist der Joko von MTV. Ich grüße dich. Das ist ja was. Das ist ja was. Sag mal, bist du auf dem Mond? Du hörst dich an, als wenn du ein Außerirdischer wärst. Ach so, der hat wahrscheinlich so ein Ding. Sag mal, würdest du uns reinlassen? Wir wollten gerne Zuschauerclips bei dir machen. Ja, kennst du das? Ja, mega. Drück mal auf den Zoomer, wir kommen mal hoch. Ganz ehrlich sagen, kann mal einer kurz draußen gucken, welche Etage wir müssen? Da stehen, vorne steht ganz... Erste. Okay, das ist nicht so weit. Erste Etage. Dann kannst du mir mal sagen, wenn meine Haare so kacke aussehen wie jetzt? Gott, das ist wie... Also stell mir nicht im Weg um, ich sehe nichts mit deiner Birne. Bist du sicher, erste Etage? Herrn G. Adam. Vorsicht, Kampfkatze. Nee, nicht erste Etage, Alter. Ich hab Hunger, Mann, ich will nach Haus. Willst du mich verarschen? Wer wohnt hier in der ersten Etage? Da stand niemals erste Etage dran. Das erste Zuschauerclip, das nie begonnen hat, weil wir über Etage für Etage jetzt einfach mal suchen müssen. Wir gucken einfach mal. Jan? Nee, ich bin nicht Jan. Nee? Nee? Aber hättet ihr Bock auf einen Zuschauerclip, weil wir finden Jan nicht. Wie sieht's aus, Jungs? Machen wir einen Clip? Zeigt ihr kurz eure Bude? Na, dann kommt rein. Was machen wir mit dem Jan? Haben wir eine Nummer von dem? Können wir den kurz anrufen und sagen, wir kommen später? Wir können hier so eine Art Mini-Crips machen, weißt du? Komm, wir machen ein schnelles Crips. Mini-Crips. Komm, wir gehen rein, ganz schnell. Wunderschön war es bei euch. Bitteschön. Dann gucken wir mal, ob der Jan da ist. Viel Spaß beim Jan. So, dann müssen wir jetzt noch mal runtergehen und gucken, wo Jan wohnt, ne? Hast du falsch für falsch geguckt? Ah. Boah, hab ich Hunger. Tür aufhalten. Wo wohnt der? Auf der dritten Etage, du Pfosten. Gibt's da nicht. Ihr glaubt doch jetzt niemals, dass wir hier wirklich Crips machen wollen. Hey. Warum habt ihr die Tür jetzt auch zufallen lassen? Ich weiß noch nicht mehr, wie die anderen Typen gerade mit Nachnamen heißen, ihr Pfosten. Ich habe extra gesagt, lass die Tür offen. Tür aufhalten? Wer hat jetzt die Tür zufallen lassen? Ja, da schieben die sich hier gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Oh, da ist er. Wir nehmen mal. Super, hervorragend. Guten Tag. Du bist nicht Jan, ne? Ich bin nicht Jan. Nee, gut. Wir müssen in den dritten Stock zu Jan. Na dann bitte. Dann vielen Dank. Das läuft doch hervorragend heute. Was ist das für ein Dreh? Muss ich mal Mikro hin. Keine Ahnung. Das ist einfach mal so ein bisschen Making-of-mäßig heute. Oh, ich hab Hunger, Leute. Ich hab's gefunden. Eine lange Odyssee hat ein Ende. Jan? Ich hab's gerade erst gefunden. Wir waren auf der falschen Etage. Es tut mir total leid. Guten Tag, der Herr. Oh, was hast du für eine schöne Wohnung? Ja, ist so wie sie hast du, ist. Hast du die Zeit genutzt und aufgeräumt? Servus, aber wie ein Düsenjäger. Wunderbar, zeig. Ich muss es erklären. Aber es sieht doch ganz okay aus. Ja, es sieht eben so aus, wie es aussieht, wenn man die ganze Wohnung in ein Zimmer reinpresst. Zeig mir doch mal deine Highlights. Meine Highlights? Meine Highlights ist, meine Dusche ist ein Highlight. Ja? Oh, das war wohl eher Ironie, die er da spielen lassen. Na, es fordert einem viel ab, weil ich bin seit einem Jahr hier und ich hab's bis jetzt nicht geschafft, mir die Dusche mit einem gewissen Duschvorhang zu versehen. Eintritt ist
Eintrittswinkel, Austrittswinkel, das darf natürlich nicht in den Raum wegprallen. Ein Eintrittswinkel ist Austrittswinkel. Das heißt, wenn ich so draufhalte, geht es so zurück. Ja, eben, das ist das Problem. Zum besseren Verständnis des Sachverhalts soll die Szene im Adamskostüm nachgestellt werden. Ich stell mich doch jetzt nicht nackt in die Dusche, nur damit du ein geiles Bild. Schon nach dem Schnee gefrühstückt. Ja, na und? Ich stell mich doch nicht bei Jan nackt unter die Dusche und zeig hier, wie man. Mit so einem Schlüppi an. Ja, was mit dem Schlüppi an? Der wird durchsichtig, wenn da Wasser drauf kommt. Jan, jetzt sag doch mal was. Aber das wäre doch wirklich interessant. Ich meine, sowas wollen die Leute sehen. Musst du nicht eh noch duschen? Vergiss es. Ja, wenn du mit erster Satz vergiss es. Ich zieh mich doch jetzt hier nicht aus und auf die Unterhose und die Dusche. Nee, sorry. Also, ich guck's mir gerne nochmal an, aber ich zieh mich doch jetzt hier nicht aus. Ich bin doch nicht euer Kasper und dusche mich jetzt hier beim Crips. Naja. Er muss ja auch nicht so gut werden diesmal. Ja, ist ja gut. Tschüss. Ja, das hat auch noch ganz gut geklappt. Was leicht mit Hindernissen anfing, wurde mit schweren Hindernissen dann von mir bewältigt. Das war ein MTV Zuschauerclip. Ihr könnt euch auch bewerben für ein MTV Zuschauerclip. mtvhome@mtv.de. Ja. Viel Spaß noch, ne? Was für ein Bild, ne? Ganz schön knapp. Tschüss, gute Nacht. Aber jetzt nochmal kurz zurück aufs Skript gerade. Findest du nicht auch? Ich meine, ohne Scheiß, ich hab das so echt gerockt. Das Ding war richtig gut. Das war wirklich so. Alleine, weißt du, diese ganze Szene, dann hast du so einen Typen dabei, der ist eigentlich verantwortlich dafür, dass das Ding läuft. Und wer rockt das Ding? Ich. Weißt du, wer sagt, lass da hochgehen, lass das doch bei dem auch noch drehen, lass doch noch mal runtergehen und klingeln. Und wer sagt so, wollen wir so, lass doch noch einen Döner essen gehen und dann sage ich mir halt den Leuten wirklich, wie es ist, ne? Das würde auch Zeit, dass mal die Leute abfahren, wie es läuft.